Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Pokémon X. Wir sind gerade hier im Innenbereich von Illumina City, beziehungsweise im mittigen Bereich, denn wir sind gerade auf der Winterallee und es ist sehr arschkalt. Guten Tag. Auf dem Prismaturm muss sich einem der grandiose Ausblick über Illumina bieten. Der grandiose Ausblick. Richtig. Das Bonzen-Restaurant. Da gehen wir auch bald rein. Würde sich auch lohnen, aber jetzt gerade nicht, weil wir noch nicht stark genug sind. Ja? Nö, mit der kämpfen wir nicht. Diese ganzen Gassen hier können echt manchmal auch Trainer beinhalten, gegen die man kämpfen kann, aber ich will nicht kämpfen. Da habe ich null Bock drauf. Was ist das? Hier ist es ein... Schaut euch mal die an. Hey, 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 hey! Dieses Restaurant ist nur für VIPs. Ein Kind wie du ist hier nicht willkommen. Ich gebe dir einen guten Rat. Mach einen Abgang. Komm es wieder, wenn du dir einen Namen gemacht hast. Gut, wahrscheinlich kann man hier erst nach der Liga rein, ne? Aber gut. Wie heißt denn das Café? Oder dieses Café, dieses Restaurant, wie heißt denn das? Sushi Wok. Klingt lecker. Geschäftsräume zu vermieten. Bitte wenden Sie sich an Illumina City Immobilien. Das ist eine leerstehende Wohnung. Guck mal an. Bis vor kurzem gab es hier keinen Mieter. Doch das hat sich zum Glück jetzt geändert. Ich denke, der neue Mieter wird bald einziehen. Mhm. Natürlich ist es auch hier so, dass die ganzen Türen offen stehen. Das heißt, man kann auch ruhig alles rausklauen, ne? Es müsste Platz rot sein, also der rote Platz. Ich weiß gar nicht mehr, was rot heißt. Rouge, genau, Rouge. Ja, richtig, da war ja was. Genau. So, Fahrrad bitte. Und ja, Fahrrad ist die beste Alternative dafür. Hier war ich schon. Da ist das Sushi-Wok-Restaurant. Ja gut, dann gucken wir uns mal hier auf der Winterallee um. Es gibt ja sicherlich noch die anderen Gebäude. Café Ami, das Freundescafé. Also wer Freunde hat, kann sich hier Freunde auch generisieren. Die Menschen in Kalas erholen sich gerne. Wir haben hart dafür gearbeitet, eine Gesellschaft zu erschaffen, in der Urlaub kein Fremdwort ist. Solange mein süßes Käufer glücklich an meiner Seite ist, reicht mir das völlig. Nun ja, bei uns solltest du einfach versuchen, dich in die Pokémon hineinzuversetzen. Willkommen im Café Ami. Deswegen Café Ami, weil Ami heißt auf Deutsch Freund, ne? Lass mal Pokémon wieder aus ihren Pokébällen frei, so werden sie ihr eigenes Leben leben. Doch ob Pokémon, die seit ihrer Geburt bei einem Trainer leben, auch dazu in der Lage sind? Das ist die Frage des Tages, die es heute zu beantworten gilt in Pokémon X. Hallo, guten Tag. Ich habe die Idee, wie wir uns noch besser mit unseren Pokémon verstehen können. Wir kriechen einfach zu ihnen in die Pokébälle. Ja gut, wie willst du aber dann rauskommen, ne? Da bist du unendlich lange mit deinen Pokémon befreundet. Mit Platzmangel, es fuck. Aber es ist auch mal so interessant, ne? Wie groß ist eigentlich der Platz in einem Pokéball für ein Pokémon? Oder wie klein wird ein Pokéball, oder wie klein wird ein Pokémon komprimiert, dass es in ein Pokéball passt? Ne? Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Naja. Da geht's da rein, da geht's da rein. Diese kleinen Seitengassen, die verbinden auch quasi diese ganzen Alleen. Ich glaube, die Winterallee ist soweit durch, ne? Wie gesagt, Bonzen-Restaurant kommt erst später. Ich glaube, das kann man echt erst nach der Liga machen. Also bye! Und weiter geht die Runde Wildfahrt. Herbstallee! Ich finde es aber wirklich extrem cool, dass man diese ganzen Alleen auch so nach Jahreszeiten benannt hat, weil das macht auch irgendwie ein bisschen Sinn, oder? Vielleicht. Hier haben wir, und ich glaube, da können wir auch bald teilnehmen, das Restaurant Chez Norm. Also das normale Restaurant. Normalo, ne? Ich wünschte, ich wäre frei wie ein Datiri. Dann könnte ich fliegen, wohin ich will. Und hier haben wir auch wieder einen Kaffee und das Kaffee Spielstunde. In Doppelkämpfen spielt die Initiative von Pokémon eine besonders wichtige Rolle. Warum lese ich das vor? Ich habe doch gesagt, ich will das gar nicht mehr vorlesen. Diese Außendialoge sind für mich so unwichtig, weil die halt nichts zu sagen haben. Boah. Hast du schon mal ausprobiert, was passiert, wenn man eine Pikachu in die Wange kneift? Nein. Da stehen einem die Haare zu Berge. Wenn du einem Pokémon etwas Leckeres geben willst, dann bitte ein paar Fleme Zuckerhäubchen. Warum arbeitest du hier? Du bist ein scheiß Kind. Wenn mein niedliches Pokémon mich so anlächelt, dann kann ich nicht anders als zurückzulächeln. Und weißt du, was das Beste daran ist? Dass es mein Pokémon total glücklich macht. Und weißt du auch, was dann passiert? Ganz einfach. Liebes Scheiße.
Wenn du ein Pokémon zum Knuddeln willst, dann brauchst du ein entwickeltes Pokémon. Diese Pokémon haben eine so faszinierende Ausstrahlung von charakterlicher Reife. Wenn du ein flauschiges und süßes Pokémon willst, dann brauchst du ein unentwickeltes Pokémon. Für mich persönlich geht ja nichts über die emotionale Explosivität unentwickelter Pokémon. Gut, die steht wahrscheinlich auf dicke Brocken und die hier wahrscheinlich auf Baby-Pokémon. Wie zum Beispiel Azurill oder so. Oder Rabautz. Sind ja diese ganzen Baby-Pokémon. Was ist das denn hier? Pokéball-Boutique. Oh, da kann man bestimmt die krassesten Bälle kaufen. Super, gut, dass ich hier bin. Ich fühle mich sehr willkommen. Also, bye. Ja, dann nichts wie rein hier. In die Pokéball-Boutique. Hallo. Ich frage mich, ob sich Pokémon in manchen Pokébällen wohler fühlen als in anderen. Gibt es etwas Schöneres als Kreise? Sie sind so rund und vollkommen und haben weder Anfang noch Ende. Fährst du auch so auf runde Dinge ab wie ich? Ja. Das dachte ich mir. Runde Formen sind auch immer gleich schön. Egal aus welchem Winkel man sie betrachtet. Man könnte sie auch als ultimativen Ausdruck der Schönheit bezeichnen. So wie etwa das kreisrunde Pokémon Voltoball. Hier, das ist ein Geschenk für dich. Luxusball erhalten! Dankeschön. Genauso wie ich es liebe, in verschiedene schicke Klamotten zu schlüpfen, würde es dem Pokémon wohl auch gefallen, von Zeit zu Zeit die Pokébälle zu switchen. Pokébälle sind streng genommen Einwegware. Dann schlägt ein Fangversuch fehl. Achso, denn schlägt ein Fangversuch fehl, kann derselbe Ball kein zweites Mal eingesetzt werden. Das ist auch der Grund, warum man in Pokémon Go. Naja, die ganzen Pokébälle nachkaufen muss, wenn man nicht trifft. Oder so weiter. Weil man nur einen Fangversuch hat. Ohne Witz, das gibt die Klicks, wenn ich einen Titel eingebe, Pokémon Go-Anspielung. Willkommen in der Pokéball-Boutique, dem Fachgeschäft für Pokébälle. Flottball, oh, das ist wunderbar. Ich würde sagen, davon kaufe ich mir direkt mal 2 Stück. Genauso wie von den Taucher, nicht Tauchbällen. Timerbälle wären auch schön. Auch einen, die sind leider extrem teuer, ne? Hui. Finsterball. Oh, das kann man sich auch generisieren, ja, ja. Auch direkt 4 Stück. Soll aber auch hier langsam mal reichen, ne? Ist wie gesagt teure Scheiße. Also bye. Das Restaurant, das machen wir, wie gesagt, irgendwann später. Nicht heute. Auch wenn wir quasi, ich würde sagen, man kann bestimmt da rein, ne? Willkommen im Restaurant Chenorm. Hier warten nicht 2 Sterne Essen und Service. Ja, es geht. Machen wir trotzdem irgendwann später, nach der Arena oder so. Nach der Arena, nach dem Orden. Wir haben schon viel genug uns umgeschaut. Viel genug. Mehr als genug. Saftbar. Oh, hier kann man bestimmt Saft kaufen. Noch richtig viel Saft. Das ist der Tresen für auserlesene Beerensäfte. Beerensaft ist gut für deine Pokémon. Deswegen sollst du welchen bestellen. Heute haben wir Folgendes im Angebot. Bunter Shake. Einen können wir uns generisieren. Trotz seiner strahlenden Farbe ist er überraschend mild im Geschmack. Trinkt ihn dein Pokémon, wird es zutraulicher. Ah. Na dann. Würde ich mal sagen, Balgoras. Ja. Balgoras nimmt das Getränk Bunter Shake zu sich. Es freut sich sehr. Das macht 1400. Ja. Und was willst du? Hallöchen, das ist der Tresen für frisch gepressten Beerensaft. Ah, okay. Hier kann man quasi eigene Beerensäfte machen, ne? Kann man sich auch welche zapfen? Nö. Als ich mit meinem Pokémon ein Glas Beerensaft getrunken habe, fühlte ich mich ganz erquickt. Mein Mann ist auch davon begeistert. Tja, Beerengut, alles gut. Mädchen, du sollst die Beere nicht massieren, sondern zerquetschen. Zu Saft pressen, kapiert? Ich werde alles aus euch herauspressen. Oh. Die Geheimnisse der Beerensaftherstellung werden nur vom Meister an den Schüler weitergegeben. Ist der Lehrmeister also strengst mit seinem Schüler, ist es ein Ausdruck von Wertschätzung. Okay, ich will gar nicht wissen, wie hier alles an Saft gemacht wird. Das will ich gar nicht wissen. So, kurz mal geschaut. Das Kaffee haben wir. Da hinten ist aber, glaube ich, nichts weiter. Deswegen, bye. Nächster Bereich.
Meine Friesen, ich will langsam alles hier durchgekundet haben. Hier waren wir schon. Plus Rose, ihr wisst Bescheid. Kommen wir auch bald wieder hin zurück. Und dann sind wir hier, glaube ich, in der Frühlingsallee. Nee, Sommerallee. Hey. Café Adonis. Oh, das ist Adonis-Café. Für wahre Stärke. Für wahre starke Männer. Wahrlich. Hereinspaziert, wie geht's uns heute? Stammkunden bekommen bei uns übrigens ein großzügiges Ermäßigungsangebot. Ich hoffe also, du bärst uns bald wieder. Das Dumme ist hier an diesem Spiel, es gibt so viele Cafés, aber man kann sich hier nichts kaufen und trotzdem sagen die, ja, hier ein Angebot. Ich hoffe, du kannst bei uns ein wenig abschalten und neue Kraft schöpfen. Ich bin der Besitzer dieses Cafés. Ich mache mir gerade ein Bild davon, wer das Zeug hat, hier als Barmann zu arbeiten. Hallo. Ich teste gerade, welcher Barmann den besten Milchkaffee serviert. Na, ich. Wer sonst? Ja, gibt's denn sowas? Hast du etwa auch schon alle Kaffees in Illumina ausprobiert? Und abgeklappert? Ja, so gut wie alle, ja. Ich würde gerne für einen lästigen Chef arbeiten, von dem ich noch was lernen kann. Tja. Aber der Chef scheint anscheinend ein Arschloch zu sein, wie 90% aller Chefs. Ist halt echt so. Illumina Verlag. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht drin. Hallo? Hallo? Die Attacken Windhose, Windschnitt und Sternschauer treffen alle Gegner gleichzeitig. Es gibt auch andere solche Attacken. Vielleicht sollte ich meine Liste zusammenstellen? Das wäre gut. Das wäre echt eine gute Idee. Boah, Grabbit, siehst du hässlich aus. Was? Ich habe allerlei Landstriche bereist, um Informationen über Pokémon zu sammeln. Und dabei bin ich auf die See gestoßen. Und auf welche? Ja, ihr bist. Hallo, hallo, ja. Die Chefredakteurin war schon eine Weile nicht mehr hier, aber sie hat eine Notiz auf ihrem Schreibtisch hinterlassen. Um ehrlich zu sein, bin ich ihr noch nie begegnet. Ich frage mich, was für ein Mensch sie wohl ist. Am Tisch, echt? Auf dem Schreibtisch liegt eine Notiz. Ich bin für eine Weile weg, um Informationen über das mysteriöse Pokémon zu sammeln. Als erstes werde ich in die Berge gehen, wo es angeblich zuletzt gesichtet worden sein soll. Mhm. Oh, du bist es. Du bist mich besuchen gekommen. Und? Hat sich der Epitaler als nützlich erwiesen? Du hast mich doch noch nicht vergessen, oder? Ich bin die Journalistin Alba, Violas Schwester. Ich sammle immer die aktuellsten Informationen über alles, was in Illumina City so los ist. Mein Job führt mich um die ganze Welt, aber am besten kenne ich mich in Illumina City aus. Doch ich kenne nicht nur die berühmten Geschäfte. Ich kann dir auch sagen, wie viele Psiao sich in welchen Hintergassen herumtreiben. Ich weiß alles über diese Stadt. Also komm zu mir, wenn du einen Tipp oder so viele Infos brauchst. Möchtest du was wissen? Nein, dankeschön. Okay, bye. Es gibt äußerst praktische Attacken, die einen Angriff auf alle Pokémon außer auf die eigenen bewirken. Und das nächste Gebäude erkundet. Wunderbar. Ich glaube, wir sollten gleich zur Lotterie kommen, ne? Kaffee Freestyle. Ihr seht, es gibt so viele Cafés, auch schon nebeneinander stehend. Man kann hier nichts machen, außer mit den Leuten reden. Das ist so dumm. Dieses Café wurde mit dem Ziel gegründet, den Leuten die Freuden des Skatens näher zu bringen. Ah, okay. Dann lernt man hier bestimmt eine neue Technik. Wie ist das nur möglich? Deine Tricks sind vollkommen abgedreht. Du bist ein regelrechter Trickkünstler. Es wäre nicht übertrieben, dich einen wandelnden Trick zu nennen. Ich bringe dir jetzt mal eine Technik bei, die einem Meister der Tricks, wie du einer bist, geradezu auf den Leib geschrieben zu sein scheint. Du hast den Trick Spin gelernt. Wie der Name bereits nahelegt, dreht man sich dabei einmal um die eigene Achse. Unter Zuhilfenahme von Anhöhen und Erhebungen kannst du den Spin auch in der Luft ausführen. Setze dazu einfach auf eine Anhöhe, von der du hinabspringen kannst, zum Sprung an, während du das Schiebepad in die gewünschte Richtung kreisen lässt. Das sollte für einen Skater wie dich kein Problem darstellen. Wenn du ein paar Tricks und Kniffe für Roller Skater wissen möchtest, frag mich einfach. Ja, es gibt hier übrigens, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur in Illumina City so Skater-Damen gibt, aber die bringen einem Tricks bei und die, wenn man alle lernt, ist das irgendwann für, naja, so eine Nebenstory mal ganz relevant, weil dann lernt man so, glaube ich, einen letzten Trick oder so. Es macht hier so ein Gerücht die Runde, wonach sich in der Hotelruine auf Route 15 ein legendärer Rollerskater herumtreibt, den alle nur den Wirbelwind nennen. Das wird die Nebenquest sein, die ich gerade eben angesprochen habe. Spoiler HD, aber es wurde gerade auch im Spiel gespoilert, also bye. So, Kaffees hätte ich jetzt soweit. Wie hier erstmal beim Drehen das Bild so ein bisschen unscharf wird. Seht ihr das auch? Das sieht echt extrem komisch aus.
So, was haben wir hier? Aldi-Lotterie, da kann man was gewinnen, das ist gut. Gut, dass ich da bin. Gut, gut, sehr gut. Wirklich gut. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Vergessen soll man nie die Aldi-Lotterie. Ich trainiere täglich für die Aldi-Lotterie. Wie bitte? Du meinst, Lotto-Glück kann man nicht erzwingen? Das geht echt. Man kann sich das echt mit Glück erzwingen, weil... Je mehr Pokémon ihr tauscht, desto mehr IDs habt ihr. Das Ganze basiert nämlich auf diesem ganzen Pokémon-ID-System. Ich habe ja quasi die ID... Weiß nicht, ob das jetzt auch bei Balgoras steht, aber... Ich habe quasi die ID 23370. Das ist meine ID. So. Und, wenn man mit einem anderen Trainer auf der ganzen Welt tauscht, bekommt man quasi eine andere ID, weil jeder eine andere ID hat. Und je mehr ihr habt, desto mehr Glück habt ihr, quasi alle Nummern zu ergattern da oben, ne? Je mehr Nummern ihr richtig habt, desto bessere Sachen kriegt ihr. Ich sitze oft hier und beobachte die Leute beim Lotto spielen. So viel Emotion. Hey, je mehr Pokémon du tauschst, desto mehr Pokémon mit verschiedenen IDs hast du auch. Sprich, deine Gewinnchance bei der ID-Lotterie steigen. Hättest du das gedenkt? Das habe ich gerade eben erklärt. Hallo. Willkommen im ID-Lotterie-Zentrum. Hier hast du die Möglichkeit, fabelhafte Preise zu gewinnen, wenn die gezogene Losnummer der ID eines deiner Pokémon entspricht. Wie wär's? Willst du dein Glück versuchen? Ja, komm. Wunderbar, dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Glück. 24.004. Ich glaube, wir haben eine Ziffer richtig. Halt die 2. Was? Willst du mich verarschen? Okay, dann nicht. Ich meine, ich habe die 2 richtig, aber okay. Oder wie war das nochmal? Ja doch, ich habe die 2 richtig. Eine Übereinstimmung habe ich doch. Komisch. Okay, bye. Ihr seid scheiße. Ist das der Trick hier? Ja, das ist dieser Spin, ne? Genau. Hab ich schon fast gedacht. Okay. Das ist dieses Buchzentrum. Da ist die Lotterie. Und das ist die Sommerallee, Kinders. Das war sie. Und plus Cyan, also blau. Hallo? Ich habe irgendwie die Orientierung verloren. Neue Orte zu entdecken ist trotzdem aufregend. Wie wär's, Trainer? Nein, nein, nein. Bye. Auf dich habe ich keinen Bock. Illumina City ist ja so prachtvoll. Ich bin echt froh, dass ich dem Landleben den Rücken gekehrt habe. Mitten in der Stadt zu kämpfen ist... Nein, 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 nein. Halt die Friesen, Fangs und bye. Bye. Bye, 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 bye. Und die Frühlingsallee, aber ich... Hier waren wir am Anfang des Let's Plays, wisst ihr noch? Gut. Ab in den Norden. Wir müssen soweit durch sein. Es kann aber auch sein, dass wir erst nochmal hier rein müssen. In den Plus-Wert? Ja. Aber hier waren wir auch schon. Okay, dann sind wir soweit durch und können endlich in die Arena gehen. Wow. Mit jedem gesprochen haben wir nämlich auch schon, deswegen passt das auch. Ich gehe nur ganz kurz mal mein Team heilen. Ich frage mich nur, wo das Pokécenter ist. Wo kann es denn nur steilen? Tja. Pff. Booster HD. Das war übrigens Glück. Aber ich weiß es trotzdem natürlich, ne? Kinders, es ist endlich vorbei. Wir haben es geschafft. Boah. Über 3 Parts haben wir gebraucht, um diese ganze Stadt zu erkunden. Aber ganz ehrlich, wenn man so gründlich ist wie ich, und das werde ich auch in Pokémon Sonne und Mond sein. Ne? Mein Pokémon Let's Play, mein Pokémon Sonne Let's Play wird genauso aufgebaut sein. Erkunden. Wer das nicht möchte, wem das nicht passt, der braucht doch eigentlich gar nicht weiterzuschauen. Das ist nämlich so. So bin ich nämlich. Ich könnte schon nach 20 Parts hier sein, indem ich einfach nur durchrenne. Mache ich aber nicht. Ich will mir die Gegend anschauen, wisst ihr? Aber gut. So. Es gibt übrigens die Eingänge Nord, Süd, Ost und West. Krass, ne? Man kann von jeder Seite aus rein. Elektroattacken haben nur wenige Schwachpunkte. Ja, das stimmt echt. Und das ist halt das Nervige an denen. Der strahlende Prismaturm ist das Leuchtfeuer unserer Herzen. Mag sich kitschig anhören, aber für uns hier ist das total wichtig.
Vergesst mal den Stromverbrauch nicht, ne? Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Die Pokémon-Arena hier in Illumina City wird auch gern die Quiz-Arena genannt. Hier versammeln sich die Trainer, die Experten in Sachen Elektroattacken sind. Ich bin mir sicher, du wirst hier viel Spaß haben. Und deswegen ist es auch gut, dass wir, ich sag mal, Balgoras nach vorne gepackt haben. Wir könnten auch Blockio nach vorne packen, aber ich habe erstmal Balgoras. Weil wir halt mit Balgoras... Haben wir eine Bodenattacke drauf? Haben wir eine? Nee, ne? Nee, haben wir nicht, aber wir haben dafür eine Drachenattacke und das ist Step. Das ist okay. Und zur Not machen wir Felsgrab. Ne? Gut. Bye, sorry. Was? Was machen was? Ah. Hallo? Ah, dich habe ich da vorher gesehen. Vorhin. Du willst den Arenaleiter herausfordern, stimmt's? Ich bin Heureka, seine kleine Schwester. Stell dich bitte auf die cremefarbene Fläche und wir beginnen mit den Quizfragen, die du beantworten musst, um zu ihm zu kommen. Das Ding ist so, wenn man alles richtig macht, kommt man direkt hoch zu ihm. Wenn man alles falsch macht. Das heißt, wenn ihr zwei... Es ist so. Wir werden jetzt gleich Fragen gestellt bekommen, bei denen nur eine Antwort richtig ist. Wer hätte es gedenkt? Und wenn ihr die falschen Antworten gibt, kämpft ihr auch gegen die falschen Antworten-Typen. Das heißt, man kann pro Etage zwei Kämpfe holen. Hier kommt die Frage. Welches Pokémon ist das? John Cena! Da, 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 da! Da, 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 da! Was war das nochmal? Okay, super. Ich wollte es nämlich nochmal genau wissen. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Auf die Antwortenmöglichkeiten. Nicht, dass ich direkt auf die richtige gehe. Okay, ich weiß es. Es ist nicht Pikachu. So. Ich muss dich erstmal besiegen, um das herauszufinden, ob es stimmt oder nicht. Okay, das heißt, ich muss dreimal kämpfen. Das heißt, man kann dreimal kämpfen. Das ist gut. Pro Etage dreimal. Wirklich, wirklich gut. Die alte Drecksau. Okay, machen wir... Probieren was mit einem Felsgrab aus, nicht wahr? Ja, machen wir es. Das zieht gar nicht mal so viel ab. Dann bitte mal eine Drachenroute rein, ja. Auch wenn das wahrscheinlich genauso viel bringen wird. Hey, was soll das denn? Bitterkuss, hör auf damit. Das ist doch ekelhaft, Mann. Ah, natürlich. 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 Ah, ich will hier aus dieser Scheiße-Arena. Ich will raus. Ich will jetzt schon raus. Ich habe gerade keinen echt. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, wenn ich mir diese Scheiße anschaue. Nee, raus. Wisst ihr was, ganz ehrlich? Wir nehmen jetzt die letzten Erfahrungspunkte für Amphizell mit. Damit es sich auch mal entwickelt. Ganz ehrlich, das Scheißvieh scheint auch keine Elektro-Attacken einzusetzen. Noch nicht jedenfalls. Also bye. Meine Güte, es kann doch nicht sein. Weißt du, verwirrt. Paralyse. Nervt doch nicht so ab. Level 36, wunderbar. Bei Kämpfen gibt es für jeden Trainer nur eine Devise. Ja. So, war bestimmt falsch, ne? Wer hätte es gedenkt, dass es falsch war? Daneben! Tut mir leid, aber das ist falsch. Und die Musik ist cool. Und die Musik ist cool. Ja. Yeah. Und die Musik ist, und die Musik ist, und die Musik ist cool. Ja, yeah. Ja. Yeah. Habe ich denn keine einzigen... Ich will... Nicht mein Hyperheiler aus dem Fenster werfen. Da benutze ich doch lieber eine Beere wie Maronbeere. Oder auch eine Persimbeere. Oder eine Makobeere. Oder eine Japabeere. Ach, fuck drauf, ich habe keine Beeren. Dann muss ich eben den Hyperheiler benutzen. Weil ich keinen Bock hab, dass mein Balgoras auf die Fresse kriegt. Ah, das erinnert mich gerade an so einen Song von Iblali. Ah,
Oder? Kennt ihr dieses Lied von dem? Kennt ihr das? Oh mein Gott, ich werde eine Eigenskreation machen. Und zwar basierend auf diesem Beat. Basierend auf diesem Beat. Schön. Flunschlick, was bist du denn für ein Vieh? Bist du irgendwie Bodenelektro oder so? Ja, ne? Das kann sehr gut sein. Das heißt, wir sind im Vorteil. Also bye. Das ist wunderschön. Das ist Wunderbär. Oh, da haben wir enorm. Da haben wir jetzt gerade genau richtig gehandelt. Ich hab's extra so verschmitzt gegrinst, um Selbstvertrauen vorzutäuschen. Ach man. Mal gucken, ob die Antwort richtig ist. Nein, wir sind falsch. Wir sind. Oh, wir haben schon wieder falsch geantwortet. Ach, das war's. Es ist doch so. Oh, Jungs, Mädels. Ach, Kinders, bitte. Es ist doch sowas von unvorhersehbar gewesen, sag ich euch. Jetzt kommt aber die Fragen. Die Frage aller Fragen. Bitte. Sag mir, ob das richtig war. Ob ich wirklich richtig stehe, sehe ich, wenn das Licht angeht. Oh, Peter schickt mir Erfahrung Level 3. Danke, Digga. Und Witz, das gibt alle Klicks. So, dann würde ich sagen... Surfer, ja komm. Darf ich zuerst angreifen? Ich darf zuerst angreifen. Und dadurch, dass ich quasi diesen Erfahrungsschub bekomme... Oh, oh. Fick dich ins Knie, du Fotze! Warum bist du so eine starke Fotze? Wisst ihr was? Ist mir jetzt gerade egal. Missgeburt. Ich heil. Ist mir völlig Latte. Fakt ist, ich werde weitermachen mit Amphizell. Ist mir gerade egal. Ich will die Erfahrungspunkte haben. Natürlich überlebt Victor das dann, weißt du? Es ist so klar. Ich liebe es. Wisst ihr, ich will einfach in diesem Part die Entwicklung für das Wunderbäre offiziell haben. Will ich. Ich will es. Ich will es! Es ist so klar, ne, dass unser offiziell so auf die Fresse kriegt. So. Dankeschön und tschüss. So, offiziell, nochmal bitte. Diesmal streng dich gefälligst an. Wunderschön. Das wär's für dich, Deden, du hässliches Stück. Wobei ich gerade eben ganz kurz Angst hatte, weil sich der die KP-Leiste echt langsam verringert hat. Wow. Super. Ihr könnt es bis ganz nach oben schaffen. Nein, ihr müsst es bis ganz nach oben schaffen. Ich bin dabei. Und Kinder, ich würde sagen, mit dieser wunderbaren Entwicklung verabschiede ich mich von euch. Aber erstmal, Nanu, Amphizell entwickelt sich. Oh, Roxy, Amphizell. Oh. Adina. Adina. Oder. Kaijutsu. Adina. Adina. Amphizell. Adina. Roxy. Adina. Kaijutsu. Glückwunschstein. Amphizell wurde zu einem Kaijutsu. Okay, Kinders, ich würde sagen... Das ist doch Wasserschuriken. Oh, das hört sich echt krass an. Wasserschuriken. Ist doch nicht so krass, ne? Also bye. So, da gucken wir uns mal die Werte an. Bitte steig in den Fahrstuhl. Ja, ja, ist okay. Wo ist der HD? Kinder, es macht einfach Sinn, die Erfahrungspunkte mitzunehmen, wisst ihr? Ja, Pikachu! So. Ja, ist ja gut. Kinder, wir gucken uns ganz kurz mal Quajutsu in seiner Fühle an. Oh.
glaube zwar nicht, dass sich die Werte so krass gesteigert haben, aber es hat schon seinen Sinn und Zweck, ne? 78 im Spezialangriff. Das ist, glaube ich, so der stärkste Bereich momentan hier, oder? Nein, Lucario ist selbst stärker im Spezialangriff. Junge, Junge, Lucario hat's echt drauf. Aber gut, Kinders, ich würde sagen, das soll es für diesen Part gewesen sein. Beim nächsten Mal machen wir die Arena zu Ende und werden uns den nächsten Orden generisieren. Von daher gesehen, macht's gut, haut rein, ciao!